Hallöchen, hier der Nalef hier und willkommen zurück in Fallout Shelter zu einer weiteren allwöchentlichen Spielshow Feuerprobe. Ja, heute mal wieder mit den Desperate Vault Wives aus dem Chaosbunker 17.3. Ja, die sich natürlich wieder bereit erklärt haben, das Ganze hier zu rocken. Ja, die haben ja, wie gesagt, einen ordentlichen Lauf gehabt in den letzten beiden Spielshows, deswegen sollen sie heute mal wieder fleißig Kohle scheffeln und gewinnen, was das Zeug hält. Ja, für euch da draußen gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen. Nämlich ein Paket des kaiserlichen Assassinen von dem Spiel Dishonored 2. Und es beinhaltet zwei Knochenartefakte sowie ein Buch. Und natürlich 500 Münzen zum Ausgeben auf dem Schwarzmarkt. Und ja, hier unten seht ihr wieder abgedeckt einen Teil des Codes, den ich jetzt irgendwo hier wieder in dieser Folge einblenden werde. Ja, und wer schnell genug ist, der kann das Ganze sich hier abgreifen. Allerdings braucht ihr dafür eine Vollversion von Dishonored 2. Ja, und ich würde sagen, ich drücke euch allen die Daumen und ja, schickt die Mädels doch jetzt so langsam mal los. Ne? Ja, ich denke schon, das wird werden. Gut, dann. Alle hopp, hier geht's rein. Ach, wie ist das fein. So. Und da stehen sie auch schon. Willkommen bei Verlier deinen Kopf. Mehr muss ich nicht sagen. Will ich auch nicht. Keine Lust. Nee, muss nicht sein. So. Ja, das Ganze ist eine 14-stündige Quizshow, also von Anreise. Und ja, möchte gerne wissen, wer war der wahnsinnige Anführer der Republik? Dave. Für euch lasse ich mir wieder Zeit und ihr könnt mitraten. So, wer war das? War das Dave? War das, ich sag mal, Dave? Ich hoffe, es war Dave oder Bruce. Ja, und die Frage ist altbekannt. Ich sag mal Dave. Scheiße schwer. Genau. So. Dave ist richtig. Aller Anfang ist leicht. Natürlich, wie immer. Und da kommen auch schon die ersten Kronkörkchen. Okay. Und zwei Stimpacks. So, dann würde ich mal sagen, auf geht's zum Töten. Fetti Skorpione am Start. Ja, das Ganze ist, wie ich eben schon sagte, eine Quizshow, die nur eine 14-stündige Anreisezeit beinhaltet hat. Ich glaube, die hatte ich vor 2 Wochen auch schon mal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, je nachdem, wie lange diese ganzen Anreisewege dauern, gibt es eine fest angelegte Fragenreihenfolge, um es mal so zu erklären. Das heißt, sollte die nächste Woche auch wieder 14 Stunden dauern, würde es genau die gleichen Fragen geben. Andere gibt es bei 15, 16, 17, 18, 19 Stunden und so weiter, bis hoch zu einem Tag. So. Aber das soll ich nicht stören. Hier wird jetzt fleißig gemeuchelt, ihr Lieben. Wir hoffen, dass die Moral mal hochgeht. Die ist ja auch dezent am Sack seit mehreren Wochen. Ich glaube, die Lieben brauchen mal wieder ein Erfolgserlebnis. So, ein Messerchen. Und noch Kronkorken. So, die zweite Frage. Kommen wir zur zweiten Runde, wa? War so. Was war River City vor dem Krieg? Auch altbekannte Frage. War das ein Schlachtschiff? Ein Flugzeugträger? Eine Eisengießerei oder was? Rostig, voller Löcher? Keine Ahnung. So. Und es war und ist und wird auch immer ein Flugzeugträger sein. Bing, bing, bing. Richtig. Ja, wunderbar.
So, und da kommen die nächsten Kronkorken reingeflattert. Wunderbar. Okidoki, weiter geht's zum nächsten Raum. Zum weiteren qualvollen Tönen. So. Dann 5er Crit. Sehr schön. Ansonsten, was gibt's noch zu erzählen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, man hört jetzt im Hintergrund nicht die Spülmaschine laufen. Aber hey, was soll's. So. Weiter geht's in den ersten Stock. Ja, bald natürlich Weihnachten, Advent steht vor der Tür. Und ich hoffe, dass dann auch hier entsprechend irgendwie ein neues Update oder irgendwelche Zwischenquests, zeitbegrenzte Quests zu dem Thema irgendwie reinflattern zur Weihnachtszeit. Bin ich doch mal gespannt. So. Na komm, was ist hier los? Einmal, zweimal, dreimal. Und noch mehr Kronkorken. Wunderbar. Dann geht's weiter zur dritten Frage. Willkommen in Runde 3 von Verlier deinen Kopf. Sarah Lyons ist Mitglied welcher Gruppe? Der Sternenbruderschaft, der Minuteman, der Enklave oder der Verband der Tierpfleger? Schön. Und die gute Sarah ist nach wie vor immer noch Mitglied der besten Gruppe in ganz Fallout, nämlich der Sternenbruderschaft. Die ich ja persönlich feier wie bekloppt. So. Das ist richtig, du hast es in die nächste Runde geschafft. Ja, geht doch zackig hier, ihr Lieben. Kassier noch ordentlich ab. 9000 Kronkorken. So. Was haben wir hier? Maulwurfsratten. Noch keine Todeskralle irgendwie am Start. Mal so, by the way. Das wundert mich ein bisschen. Aber vielleicht soll es heute mal eine ganz entspannte Runde werden. Sieht so aus. So, ein legendäres Rezept für eine Rüstung. Sehr schön. Naja, dafür wenigstens Skorpione. So, dann können wir die auch mal hier nach und nach runterbrezen. Damit das wesentlich schneller vonstatten geht hier. So, jetzt den da hinten. Jawohl, das ist doch schön. So. Und dann kriegen die drei auch mal ein Stimpack, würde ich sagen. So. Jetzt mit dem Teddy aus dem Skorpion rauspopeln. So. Mandy kriegt eins. Candy kriegt eins. Und die liebe Sandy. Ja, die Brandy-Schwestern, so habe ich es jetzt genannt. Ganz klischeehaft. So. Weiter geht's. In die letzte Etage nach hier oben. Und bin gespannt, welche Frage jetzt kommt. Kommen wir zur letzten Runde. Also, hör gut zu. Wer war auf dem Dach des Trinity Tower gefangen? War das George Cooper, Bill Sutton, Rex Goodman oder deine Mutter? Ich glaube, das war sogar von letzter Woche genau die gleichen Fragen. Ich glaube schon. Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das letzte Woche auch hatte. Naja, okay, wie auch immer. Auf jeden Fall war es der liebe Rex Goodman. So viel ist klar. Und fett abgeräumt? Jawohl, großartig. Das war richtig. Du hast gewonnen bei Verlier deinen Kopf. So. Wie viel? 16.000 und noch 4 Coca-Cola-Flaschen. Ja, vielleicht gibt es ja noch eine Lunchbox irgendwie abzugreifen. Schau ich doch mal. Wir werfen erstmal hier Fatty Raider weglatzen. Au, oh, das sieht doch gut aus.
und vielleicht auch so eine Nahkampfwaffe. Das wäre geil, wenn die das fallen lassen könnten. Den Hydranten, der fehlt mir noch. Der wäre richtig gut. So, einmal. Zweimal ein Liederchen. Nochmal Kronkorken. Noch mehr Kronkorken. Und ein Stimpack. Ja, 17.000 Medals. Da geht noch mehr. Auf jeden Fall. Jawohl, das läuft. Schön, ihr Lieben. So, den spare ich mir auf. Da kommt bestimmt noch was Großes. Hoffe ich. So, was hast du drin? Ein Run Away. Eine Kackschaufel. Und ich glaube, das ist ein Chirurgen-Outfit. So. Noch mehr Maulwurfsratten. Ach komm, hier, hau raus den Crit. Umso schneller sind wir draußen aus dem Laden hier. So. Okay, ein Bauplan für eine legendäre Rüstung. Und was macht ihr hier? Ah, nur Raider. Okay. So soll's sein. Ja, schade. Nicht gerade wirklich viel abgeräumt diesmal. Aber hey, was soll's. Bin ich mal gespannt, ob dann nächste Woche andere Fragen kommen. Wie das generiert wird, per Zufall. So, und noch eine Laserpistole. Ja, gut, dann würde ich sagen, war es das mal wieder hier an der Stelle und ich gehe zurück zum Vault. Jawohl, 17.400. Ja, will mich nicht beschweren. Und wie immer an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche der oder demjenigen viel Glück, dass er oder sie die schnellste ist, die sich hier den Code abkrabbeln kann. Für Dishonored 2. Und ja, man sieht sich bei der nächsten Quest wieder, welche auch immer das sein mag. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.